Ja, meine lieben Freunde, was meckert darum? Gute Einstellung? Ja, wahrscheinlich hangt die Festplatte. So, meine lieben Freunde, ja, da wird wahrscheinlich ein Video kommen, deswegen nehme ich schnell mal auf, dass ihr da auch nichts verpasst. Willkommen in der Community der Freestyler. Ich bin Sophia und ich trete gegen dich an. Hier geht es vor allem um Spaß. Wenn du rein willst, kein Problem. Schnapp dir den Flieger, arbeite die Tricks auf der Liste in der richtigen Reihenfolge ab und greif dir dabei eine Kotztüte. Benutze sie und du verlierst. Überbiete meine Punktzahl und du bist drin. Was ich wirklich drauf habe, zeige ich dir später. Jetzt bist du dran. 3, 2, 1. Okay. Jetzt eine Rolle. Zieh den Flieger gerade und wähle links oder rechts. Bewege den Knüppel in diese Richtung, bis die Rolle abgeschlossen ist. Für einen Luftdrift. Drücke das linke oder rechte Ruder lange genug durch und du kriegst den Dreh raus. Der Messerflug hat's in sich. Richte dein Flugzeug mit einem Flügel nach unten aus, dann schaffst du's. Versuche ein Looping. Zieh den Knüppel nach hinten, bis du 360 Grad geschafft hast. Jetzt der Tiefflug. Rate mal, was das bedeutet. Pass jedenfalls auf, dass du die Baumwipfel nur streichelst, sonst kriegst du einen Crashkurs im Auf dem Kopf landen. Na gut, dass es hier Wasser gibt. Das war echt super. Guter Flug. Okay, geh zu meinem Partner Emmett an der Bahn. Dann können wir die Sache wirklich ins Rollen bringen. Ich bin Emmett. Und du musst das neue Talent sein, das Sophia erwähnt hat. Mal sehen, ob sie sich mit Leuten so gut auskennt wie mit Flugzeugen. Und Monster-Trucks. Und mit... Ach, egal. Du verstehst das schon. Nun, worum es hier an diesem Ort geht, das ist schwer zu beschreiben. Siehst du die Leute? Sie sind hart, sie arbeiten hart und kommen irgendwie klar. Solange du das nicht verinnerlicht hast, gehörst du nicht hierher. Aber hey, Sophia birgt für dich. Also musst du gut sein. Sie und ich haben übrigens etwas für dich unten im Laden. Da hinten. Da kannst du dir neue Maschinen abholen, wenn du sie verdient hast. Aber wenn man sie für lau bekommt, sollte man lächeln. Vergiss nur nicht zu lächeln, wenn sie dich da oben fertig macht. In der Zwischenzeit solltest du rausfinden, was du tun willst. Es gibt keine Regeln, außer gib dein Bestes und hab Spaß. Ich hoffe, du befolgst sie. Jo.
Weißt du was? Follower kriegt man ganz leicht. Du musst nur coole Sachen zeigen. Unter Brücken durchfliegen, driften oder Riesensprünge machen. Je mehr du davon aneinander reißt, desto mehr Follower kommen. Hey, weißt du noch, wie ich dafür gesorgt habe, dass du schnell zwischen zwei Fahrzeugen wechseln kannst? Jetzt geht es auch mit rein. Musst mir nicht dafür danken. Eine Anmerkung am Rande. Wenn du mit einer Crew in der Luft bist, bringt dir ein Formationsflug mehr Follower ein. Ja! Dein Action-Move gerade hat dir neue Follower eingebracht. Mit jedem weiteren kriegst du ab jetzt noch mehr Follower. Also hau rein! Naja, okay, dann wechsel mal wieder mal. So, wir fahren mal ein bisschen Monster Truck. Zeig mal ein Monsterergebnis. Du hast dich auf das Unmögliche konzentriert und es geschafft. Das ging ins Wasser. Looping-Punkte.
Okay, es geht drüber, habe ich dieses kurz eingestellt. So, na gut, müssen wir noch ein neues Event, dann sehen wir uns gleich wieder. So, und damit willkommen zurück. So, schicke Einladung. Bis 300 hat er gequietscht. Wenn du jetzt Windschatten sagst, bist du natürlich schneller wie ich. Ich schaff das 435.
Das ist halt jetzt ein Nachteil bei dem, aber gut, Vorteil ist halt eine Kurvenkarte, wenn viele Kurven sind. Uiuiui. Oh, kam das Ding noch angeflogen. Warum hast du kein Bugatti? Nee. Ich kann ja fast durchheizen mit Vollgas. Jetzt muss ich bestimmt gerade vom Gas gehen, oder? Ja, das geht noch. Ich hab's gewusst. Ja klar. Wir fahren ja die ganze Zeit. Nein, ist schwer. Ja, dann müssen wir überlegen, wenn die ganze Zeit auch 380 fahren und wir bauen einen Unfall, sind die ratzfatz da. Ui, da hätten wir noch mehr bremsen müssen. Ich hab meinen Ohr erwischt. Den hat's rausgeschossen. Bam. Papau. Performance. Ja, das kann man auch gleich wieder weglöschen. 320er. Okay. Sonst haben wir nichts. Wieso hat er immer noch 319? Achso, weil die Federn noch 318 sind. Okay. Eins zu viel gedrückt. Was war denn das jetzt? Trip in den Süden, ne? Ah.
Ja, dann löschen wir noch was.
So, wir sagen schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Achso, und ausrüsten müssen wir auch noch. Aber bis dahin schon mal. Tschüss.